Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Max-Lingner-Haus zu unserer zweiten Veranstaltung im Herbstprogramm. Bereits beim letzten Mal war eines der Baudenkmäler der Karl-Marx-Allee, Stalin-Allee, nämlich das Haus des Kindes, Hauptgegenstand des Vortrages. Helga Kurz-Kahl, Herr Lars aus ihrem Vortrag Haus des Kindes vor. Sie selbst hatte Teile ihrer Jugend in dem Haus verbracht. Und das Schöne ist, dass wir jetzt fortsetzen können mit Eva Rothkirch, die Teile ihrer Jugend und immer noch im Haus an der Weberwiese lebt, gewissermaßen wie ein Vorgängerbau, auch von Henselmann, gewissermaßen das Leitprojekt für die Stalinallee, als der Modernismus beendet wurde und man über einen kurzen Wettbewerb, der inszeniert wurde, die neue deutsche Baukunst finden wollte und meinte gefunden zu haben. Aber über das wird uns alles Eva Rothkirch genauestens erzählen. Eva Rothkirch ist keine ausgebildete Architekturhistorikerin, sondern ist sozusagen Bürgerforscherin. Sie ist gelernte und studierte Bibliothekarin, arbeitet in der Staatsbibliothek Berlin. Wer mal im RARA-Lesesaal war, kann sich da die Reichtümer der Bibliothek vorlegen lassen. Aber sie hat erstaunlicherweise, wir kommen dann vielleicht im Gespräch mal darauf zurück, in Lübeck an der Universität einen Studiengang über historische Stadt absolviert und hat dann auch im Rahmen dieses Studiengangs über die Weberwiese und die Stadtplanung dazu gearbeitet. Und so verbinden sich also Fachperspektive und biografische Perspektive. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns vortragen werden. Es wird einen Vortrag geben, auch mit Tönen und anschließend reden wir miteinander. Herzlich willkommen, Eva Rothkirch. Hier diese kleine Einführung. Es kann ein ganz klitzekleines Technikproblem geben heute. Überraschenderweise wird meine PowerPoint-Datei anders auf der Leinwand angezeigt, als sie sein sollte. Es ist auch eine andere Schrift. Also es kann sein, dass manchmal ein bisschen was verschoben angezeigt wird. Wir sehen ja schon, dass der Berthold seines Brechtes verlustigt. Ja, was habe ich getan für heute Abend? Ich habe uns einen Eintopf gekocht. Da habe ich reingerührt etwas Berliner Stadtgeschichte, den Bau, die Architektur und die Ausstattung des Hochhauses an der Weberwiese und dann zu guter Letzt noch mich selbst mit ein paar persönlichen Erinnerungen und auch privaten Fotos. Fangen wir an. Erstens. Wiesen, Blumen, Mietskasernengürtel. In der Berliner Wochenschrift Der Bär schrieb 1895 die Schriftstellerin M. Minde über ihre Kindheit im Osten Berlins. Das nächste Ziel unserer Spaziergänge war die Weberwiese, die unmittelbar vor dem Frankfurter Tore lag. Sie war ein mit hohen Bäumen bestandener Grasplatz, auf dem wir im Frühjahr Butter, Kuh und Gänseblümchen pflücken durften, so viel wir Lust hatten. Von Gärtnereibetrieben und Ausflugslokalen war die Gegend entlang der Spree und südlich der großen Frankfurter Straße bis weit in das 19. Jahrhundert hineingeprägt. Die Straßen hießen hier Blumenstraße, Fruchtstraße oder Grüner Weg. Nahe dem Alexanderplatz lag die Weberstraße, genannt nach den hier ansässigen Webern und Tuchmachern. Gleich hinter dem Frankfurter Tor sollen sie ihre Stoffe zum Bleichen ausgelegt haben. Dieser Platz wurde auch später nicht bebaut und bald Weberwiese genannt. Und dieser Stahlstich vom Anfang des 19. Jahrhunderts wurde zwar in London gedruckt, ist glaube ich nicht ganz realistisch, so wie Berlin wirklich war, aber ich habe ihn gewählt, ja, das war falsch, sorry, so geht es nicht los, ich wollte das rote Pünktchen, weil man sich vorstellen kann, also hier ist das Schloss, das sieht man ganz gut, und die Marienkirche. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass hier dann später die große Frankfurter Straße nach Osten ausging. Und da spielt unsere Geschichte. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte Berlin mit dem Hobrecht-Plan, den steigenden Bevölkerungszahlen zu begegnen und neuen Wohnraum zu schaffen. Das Konzept sah die Schaffung eines leistungsfähigen Straßennetzes, einer Kanalisation und Versorgungsleistungen vor. 1862 wurde das Projekt als Bebauungsplan der Umgebungen Berlins genehmigt. Zwischen 1861
und 1876 wurde auch das Areal an der Weberwiese bebaut und die gesamte Gegend glich bald einer riesigen Baustelle. Leere Flächen waren nur noch Baulücken, bis auf diese geschlossen wurden. Häufig mussten kleine Häuser und Gärten den Mietskasernen weichen und die Wohndichte konnte eine Anzahl von bis zu 1500 Einwohnern auf einen Hektar erreichen. Diese Karte ist schon aus dem Jahr 1905 des Bebauungsplans und zeigt hier, ich hoffe, Sie sehen den kleinen roten Punkt, die große Frankfurter Straße, die dann zur Frankfurter Allee wurde. Hier die 1876 angelegte Memeler Straße und hier vom Küstringer Platz kommt die Königsberger Straße. Nee, falsch. Hier kommt die Königsberger Straße. Und dieser kleine Fleck hier, das ist die Weberwiese, die Grünfläche, um die es heute geht. Und das ist sie ungefähr um 1910. Das stammt von einer Ansichtskarte, da stehen seltene Erscheinungsjahre drauf. Man kann sich bei gelaufenen Ansichtskarten daran orientieren, wann sie geschrieben wurden. Und das ist hier 1910. Wir sehen hier, ja, ich drücke leider immer die falsche Taste. Das ist schon die Weberwiese, so wie sie sich damals darstellte. Die ging also bis an die Frankfurter Allee ran. Und hier zeigte die Memeler Straße von der Frankfurter Allee ab. Die Memeler Straße und die Königsberger Straße waren breiter als die vorgeschriebene Mindestbreite von 19 Metern. Die Straßenseite unmittelbar an der grünen Anlage war nicht bebaut, lediglich nach Norden zum Komtureiplatz standen einige Häuser. Dadurch wirkte die Gegend heller und weiter als im Osten Berlins üblich. Mit der 1884 errichteten Feuerwache Memel und zwei Gemeindeschulen entstanden hier auch städtische Bauten. Die Weberwiese war eine kleine Idylle, denn nur 6% der Bezirksfläche nahmen Parks und Grünflächen ein. Und hier sehen wir die Königsberger Straße. Und zwar steht der Fotograf direkt am Küstriner Platz, der heute der Franz-Mehring-Platz ist. Und wir sehen auch, dass hier eine Straßenbahn fährt. Die fuhr geradeaus bis zur Frankfurter Allee und bog dann ab und fuhr bis nach Schönweide. Ja, und das ist eine Ansichtskarte, die ich zu ungefähr so datiert habe, dass sie Ende der 20er Jahre aufgenommen wurde. Da sehen wir wieder die Frankfurter Allee mit den Straßenbahnen. Hier rechts die Begrünung, das ist die Weberwiese. Und dieses große Gebäude hier, das war ein Warenhaus, das Warenhaus Tietz an der Ecke Königsberger Straße. Schrieb der Autor Willi Gensch in seinem Buch Der Berliner Osten, heute sind an der Weberwiese ein Planschbecken und ein Sandspielkasten angelegt. An der nordwestlichen Ecke des Platzes, an der Frankfurter Allee, Ecke Memeler Straße, ist eine kleine Gartenanlage fertiggestellt. Ihr Kernstück bildet einen Zierbrunnen von Professor Georg Morin. Er stellt einen Knaben, einen Steinwerfend mit Hund dar. Ja, und darüber hinaus standen den Besuchern der Grünanlage auch öffentliche Toiletten und ein Trinkbrunnen zur Verfügung. An der Nordseite der Grünanlage waren Wirtschaftsgebäude untergebracht. Ja, jetzt kommen wir zu einem besonderen Foto, das ich im Bundesarchiv gefunden habe. Es stellt die historische Weberwiese 1932 dar. Wie wir sehen können, ist im Planschbecken ziemlich viel Betrieb. Und weil das Foto so interessant ist stadtgeschichtlich, habe ich es mal geteilt. Dann können wir uns erst noch mal an den badenden Kindern ergötzen. Und besonders schön finde ich die am Rand wartenden Erwachsenen, die wahrscheinlich mit den Handtüchern bewaffnet waren. Aber stadtgeschichtlich interessant ist vor allem der obere Teil des Bildes. Sie müssen sich also vorstellen, dass von diesen Häusern, die Sie hier sehen, ein einziges heute in der Gegenwart noch steht. Und das ist dieses kleine Haus. Das war ein Teil der Feuerwache Mebel und dieses Haus steht heute noch und ist ein Kulturhaus des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg. Aber alle anderen Gebäude, auch höhere Türme, die sieht man hier gerade nicht so gut, sind weggebombt oder als Ruine dann abgerissen worden. Zweitens, Zerstörung. Am 21. Juni
1944 zerstörten Bomberverbände mit 700 Flugzeugen große Teile des Bezirkes Friedrichshain. Auch der Bereich der Weberwiese war betroffen und dabei besonders der U-Bahnhof Memeler Straße. Am 26. Februar 1945 näherten sich am Vormittag 1184 amerikanische Flugzeuge. Dieser Angriff, der nur 27 Minuten dauerte, kostete in Friedrichshain 600 Menschen das Leben. Auch das Krankenhaus Friedrichshain war betroffen und wieder der U-Bahnhof Memeler Straße. Unglücklicherweise waren kurz vor dem Luftangriff zwei Bahnen eingefahren. Viele Menschen aus den umliegenden Häusern hatten sich zum Schutz in den Bahnhof geflüchtet. Durch die Druckwellen stürzten die Wände und die Decken ein. Über 100 Menschen wurden getötet, darunter 14 Kinder und 10 Zwangsarbeiter. Die Aufräumarbeiten begannen erst zwei Tage später und mussten von den Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen geleistet werden. Am 20. April 1945 um 3 Uhr wurde ein Daueralarm geschaltet in der ganzen Stadt und die Rote Armee begann auf das Stadtgebiet vorzudringen, und zwar hier für unsere Gegend von Osten über die Frankfurter Allee. Drittens, Neuanfang. Der Schauspieler Michael Degen schrieb in seiner Biografie, nicht alle waren Mörder. Je länger wir die Frankfurter Allee in Richtung Strausberger Platz entlang liefen, desto mehr stank es. Der süßliche Leichengeruch, vermischt mit dem Ziegelstaub, der permanent aus den Schuttbergen hochwehte, war nur schwer zu ertragen. Die ehemals breite Straße war teilweise so zertrümmert, dass wir sie zwischen Schutt- und Steintrümmern regelrecht suchen mussten. In Friedrichshain nahm bereits Ende April 1945 eine provisorische Bezirksverwaltung ihre Arbeit auf. Aktionen gegen Hunger und Krankheiten waren besonders wichtig. Aufräumarbeiten begannen und die Frankfurter Allee war eine der ersten Straßen Berlins wieder, als eine der ersten Straßen Berlins wieder befahrbar. Zu den Aufgaben der neuen Verwaltung gehörte es auch, den Status quo festzustellen. Wie viele Menschen lebten noch in der Stadt und wie hoch war der Umfang der materiellen Zerstörung? Und dazu möchte ich Ihnen eine Karte zeigen. Ich hoffe, Sie sehen sie. Sie ist recht blass. Ich fand es sehr berührend, diese Karte. Ich habe sie im Landesarchiv Berlin gefunden. 1947 nahm ein Mitarbeiter des Amtes Friedrichshain eine Bestandsaufnahme der Grünanlage Weberwiese vor. Die Gegend lag in Trümmern, die meisten Wohnhäuser waren zerstört. Technische Einrichtungen wie Planschbecken, Trinkbrunnen und Sandspielkasten sind stark beschädigt. Der Wirtschaftshof ist nicht mehr vorhanden, schrieb er am 5. November an den Rand dieser Karte. Und Sie sehen, dass sie auch mit ganz einfachen Mitteln hergestellt wurde. Ich denke, sie ist dann gedruckt worden, das sieht man ja an der Schrift. Aber das Einzeichnen der Bäume, das hat er, glaube ich, handschriftlich gemacht. A disaster, but an opportunity. Also als eine Katastrophe, aber eine Gelegenheit, bezeichnete Winston Churchill die Luftangriffe auf Deutschland. Der Aufbau und die Umgestaltung der Stadt hatten in ganz Berlin eine hohe Priorität. Das neue Berlin sollte die als chaotisch empfundene alte Stadt früherer Jahrhunderte überwinden und die hygienischen Prinzipien und sozialen Ideen des neuen Bauens auf das Stadtinnere anwenden. Mitte 1945 begannen zwei Gruppen unabhängig voneinander zu planen. Hans Scharoun beim Magistrat und Walter Möst im Bezirksamt Zehlendorf. Beide Vorschläge wurden 1946 in der Ausstellung Berlin plant im Weißen Saal des Schlosses gezeigt. Und wir sehen hier das Cover eines kleinen Ausstellungskataloges, kann man es fast schon nicht nennen. Das ist ein ganz kleines, schmales Heftchen. Und nachdem ich es hier für diesen Vortrag mir angesehen habe, habe ich beschlossen, dass wir es in die Rara-Sammlung aufnehmen. Es sind nur 8 Exemplare in Deutschland vorhanden. Und auch von der Bestandserhaltung her sollte das geschützt werden. Hier rechts steht, Nahziel, jedem eine beheizbare Unterkunft. Und darunter Fernziel, Aufbau von Wohnstätten auf der Grundlage einer Mindestbesonnung und einer Höchstdichte von 250 Menschen je Hektar.
Und wir erinnern uns, früher vor dem Krieg waren es bis zu 1500 Menschen je Hektar. Der Kollektivplan von Scharoun sah eine vollständige Umstrukturierung des gesamten Stadtgebietes vor. Die Abbildung zeigt seine Version für die Frankfurter Allee. Bei diesem Vorhaben war an der Weberwiese keine Grünfläche mehr geplant. Die Zehlendorfer Vorstellung ging dagegen von vorhandener Infrastruktur aus. Max Taut veröffentlichte 1946 seine Entwürfe in dem Heft Berlin im Aufbau. Hier wird auch eine Idee für eine Ausfallstraße in westöstlicher Richtung ähnlich der Frankfurter Allee gezeigt. Die Häuser stehen quer zur Straße und sind mit einem Unterbau ausgestattet. Nur die Straßenbahn erinnert noch an die Zeit vor 1945. Neue Wohnbauten sollten im Bezirk Friedrichshain an der südlichen Frankfurter Allee zwischen Warschauer Straße und Fruchtstraße errichtet werden. Hier war die ursprüngliche Bebauung fast vollständig vernichtet und das Gebiet lag nahe am historischen Zentrum Berlins. Der Bau der Wohnzelle Friedrichshain begann. Nach Plänen der Architekten Ludmilla Herzenstein, Karl Brockschmidt und Helmut Riedel entstanden bis 1951 zwei sogenannte Laubenhäuser, von denen wir hier eins sehen. Die Bauten stehen längs der Straße, jedoch etwas zurückversetzt, sodass ein vorgartenartiger Bereich entstand. Und so sehen die Häuser auch heute aus. Da sieht man auch diesen vorgartenartigen Bereich und da sind heute auch hohe Bäume gewachsen. Die Häuser verfügen nach Norden über Balkongänge, die sich über die gesamte Vorderfront ziehen. Hier befinden sich auch die Wohnungstüren. Also hier, das ist eine Wohnungstür. Die Wohnräume liegen nach Süden. Die Rückseite der Häuser ist ebenso sorgfältig gestaltet wie die Vorderfront, sodass die Häuser von allen Seiten gleichwertig anzusehen sind. Die Laubenganghäuser Nummer 102 und Nummer 104, das sind diese beiden, das sind also zwei Hausnummern, verbauten den einst freien Blick auf die Weberwiese von der Frankfurter Allee aus. Die Bäume im Vordergrund stehen auf dem vormaligen Komtureiplatz, den es heute nicht mehr gibt, und auf dem später der Block E Süd gebaut wurde, der erste Block der Stalinallee, der fertig wurde. Obwohl in den Folgejahren noch weitere Wohnhäuser in diesem Stil nach den Entwürfen von Richard Paulik in der Hindelgard-Dader-Moritz-Straße gebaut wurden, mehrten sich bald kritische Stimmen. Am 27. Juli 1950 wurden die bekannten 16 Grundsätze des Städtebaus beschlossen. Es heißt darin unter Punkt 12, die Stadt in einen Garten zu verwandeln, ist unmöglich. Und auf diesem Foto interessant ist, dass man hier ein Haus sieht, was noch steht. Und hier befindet sich sogar eine Berliner Eckkneipe noch in dem Haus. Und ungefähr hier steht heute das Hochhaus an der Weberwiese. Und hier ist die Grundfläche. Für die Wohnzelle Friedrichshain waren ursprünglich 1900 Wohnungen in insgesamt 180 L-förmigen Gartenhäusern vorgesehen, sowie ein Familienhäuser und Gemeinschaftseinrichtungen mit einem Haus der Demokratie. Diese Pläne wurden nun aufgegeben. Übrigens, ich kann Ihnen auf diesem Modell nichts erklären. Ich sehe nicht mehr, wo was ist. War vollkommen neu gedacht. Im Wettbewerb zur architektonischen Gestaltung der Stalinallee vom 2. April 1951 hieß es, entsprechend ihrer Bedeutung soll die Stalinallee eine repräsentative Gestaltung erfahren, die einmal durch die Breite der Straße und durch die Höhe der Bebauung, zum anderen durch die architektonische Komposition und Gestaltung der Baukörper zum Ausdruck kommen soll. Die Allee wurde auf eine Breite von 120 Metern erweitert. Anfang 1951 wurde festgelegt, dass an der Weberwiese ein maximal neungeschossiges Hochhaus entstehen soll. Drei Meisterwerkstätten wurden eingerichtet mit den Leitern Hermann Henselmann, Werkstatt 1,
Hans Hopp, Werkstatt 2 und Richard Paulig, Werkstatt 3. Die Pläne Henselmanns sahen zunächst Wohnhäuser als vier Kuben auf einem Sockel quer zur Straße vor. Ein Vorschlag, der sofort als zu modernistisch abgelehnt wurde. Diese beiden Modelle stammen aus einem Heft der Deutschen Bauakademie, das ich auch im Landesarchiv gefunden habe. Es zeigt das Modell dann noch einmal von der Rückseite. Es fasst die interessantere Aufnahme. Wir haben hier die heutige Machlewski-Straße und das ist so die Rückseite des Hochhauses an der Weberwiese. Und was ich interessant fand, das Haus, das hier eigentlich noch steht, wurde hier für das Modell vollkommen weggelassen. Und beide Modellansichten sehen aus, als seien die neuen Häuser aus dem Universum gebeamt worden. Die stehen vollkommen ohne Stadtzusammenhang dort. Viertens, Ideologie. Walter Ulbricht sagte, einige Architekten wollen die Hauptstadt Deutschlands verniedlichen und Gebiete der Innenstadt nach den Richtlinien für Stadtratsiedlungen bebauen. Die Erwartungshaltung der Regierung übte einen starken Druck auf die Architekten aus. Am 29. Juli 1951 erschien im Neuen Deutschland der Artikel von Rudolf Herrnstadt über den Baustil, den politischen Stil und den Genossen Henselmann. Herrnstadt bezeichnete den bisherigen Bauhausstil als rückschrittlich und kritisierte, dass keine Entwürfe für Großbauten vorlegen. Die Architekten wären unfähig, selbstständig und autark zu handeln. Sie benötigten die Hilfe der Partei. Herrnstadt griff Henselmann persönlich an, beschrieb ihn als Sprint ins Feld und einen Charakter ohne festen Standpunkt. Was nun? Henselmann suchte Rat bei Bertolt Brecht, der sich seit jeher für Architektur interessiert hatte. In einem Brief schrieb der an Henselmann, die Harmonie hängt nicht von der Regularität ab. Wo bleiben die Höfe, die krummen Straßen, die Überschneidungen der Gebäude? Wo bleibt der Kontrast, die Überraschung der sich plötzlich öffnenden Sicht? Das Motto stand jedoch, sozialistisch im Inhalt, national in der Form. Innerhalb einer Woche wurden neue Entwürfe für die Weberwiese erarbeitet, genannt Wohnstadt Stalin Allee Süd. Am 2. August genehmigte der Magistrat den Bau. Am 3. August gratulierte das ND in den Beitrag unsere Architekten Antworten zu den neuen Entwürfen. Über Kritik nicht beleidigt zu sein, sondern die Konsequenzen zu ziehen, die Sache der Partei voranzubringen, jawohl, das ist das richtige Verhalten. Am 28. August stimmte die SED den geplanten Baukosten zu. Fünftens, Baustelle. Am 1. September 1951 fand die Grundsteinlegung statt. Da liefen bereits die Ausschachtungsarbeiten und die sehen wir hier auf diesem Foto. Und interessant ist, dass hier auch Frauen dabei sind und arbeiten. Wo war noch eine? Hier. Am 12. Oktober begannen die Maurer mit der Arbeit und 20 Tage später stand die Basis für das Erdgeschoss. Das Tempo war derartig hoch, dass die Projektierung zeitweilig den Bauarbeiten hinterherhinkte. Kaum hatten die ersten Arbeiten begonnen, kam es zu Problemen mit dem Untergrund. In Haus und Modder bauen, hieß es in Bauarbeiterkreisen misstrauisch. Ein Bodengutachten wurde erstellt und schlug vor, für das Hochhaus ein Plattenfundament zu realisieren, etwas, was damals noch nicht üblich war. Das Haus selbst sollte in Ziegelbauweise entstehen. Das Baumaterial dazu wurde zu ca. 70% aus den Trümmersteinen der Frankfurter Allee gewonnen. Schließlich wurde das Fundament mit einer 1,5 Meter hohen Stahlbetonplatte ausgeführt. Bei der Errichtung des Hochhauses kam es zu einigen bautechnischen Neuerungen. Die tragenden Wände wurden nach statischem Nachweis dimensioniert. Und die Mauerstärken verjüngen sich von unten nach oben. Also oben sind die Wände dünner. Am 19. Januar 1952 wurde 18 Tage vor der Frist, und nein, wir denken nicht an den Flughafen, bereits das Richtfest gefeiert. Die Arbeiten wurden weiterhin unter einem so hohen Zeitdruck ausgeführt, dass manche Unterlagen erst während des Baus geliefert wurden. Gearbeitet wurde in Tag- und Nachtschichten.
auch als es im Winter zu Frösten kam. Dazu wurde vorher mit den Baustoffen Tests im Kühlhof des Viehhofs Berlin-Friedrichshain durchgeführt. Während der Dunkelheit wurde die Baustelle mit riesigen Scheinwerferanlagen beleuchtet. Und ich glaube, das hat schon zu Gerede in der Bevölkerung geführt, denn damals war es durchaus noch üblich, bei einem Kinobesuch eine Kohle mitbringen zu müssen, damit das Kino warm werden konnte. 4 Monate nach Baubeginn, im Januar 1952, wurden bereits die Bäder eingebaut. Und so sah ein solches Bad am 16. April 1969 aus. Und damit sind wir bei dem persönlichen Aspekt meines Vortrags, meiner Familiengeschichte. Ja, es ist unschwer zu erkennen, ich putze mir da gerade die Zähne. Aber rein architektonisch, nur nochmal von der Baugeschichte her, man sieht, und das ist mir jetzt erst aufgefallen, also das ist ja auch wieder ein Bild aus dem Bundesarchiv, dass es offenbar Baufenster gab. Ja? Also das ist im Januar, ist ja wirklich ganz, ganz kurz nach der Grundsteinlegung. Und die sind kleiner gewesen als die späteren Fenster. Das heißt, da muss eigentlich dazu theoretisch das Mauerwerk nochmal aufgebrochen worden sein. Meine Großeltern mütterlicherseits stammen beide aus Familien, die schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin ansässig waren und wuchsen in Friedrichshain auf. Mein Großvater war Volksschullehrer und in der Weimarer Republik Mitglied der liberalen Deutschen Demokratischen Partei. Und er trat auch nach 1933 nicht der NSDAP bei. Nach seiner Rückkehr aus amerikanischer Gefangenschaft 1946 bildete er in der sowjetischen Zone sogenannte Neulehrer aus. Hierfür erhielt er die Wohnung und Hochhaus an der Weberwiese als Auszeichnung. Und wir sehen hier auf dem Foto also vorne meine Großeltern, meine Mutter rechts und ihr Bruder, meinen Onkel. Und das war dann auch die Familie, die in die Wohnung im Hochhaus zog. Wer aber sollte nun noch in dem neuen schneeweißen Hochhaus wohnen? Auch diese Frage war Tagesgespräch und in den Medien präsent. Die Wohnungen sollten für die arbeitende Bevölkerung gebaut werden. Und nach dieser Maßgabe erfolgte auch die Zuweisung. Am 2. Mai 1952 erschien im ND die Liste der Bewohner des Hochhauses auf der Weberwiese, vollständig mit Namen, Berufen und bisherigen Postadressen der männlichen Familienvorstände, heute undenkbar, was den Datenschutz angeht. Es handelte sich überwiegend um Arbeiter- und Handwerkerfamilien, und auch um die Familien eines Architekten, eines Arztes, eines Polizisten und eben eines Lehrers. Wo haben wir ihn? Da ist mein Großvater. Ja, und hier sehen wir das Original-Telegramm, das ich eingescannt habe, das mein Großvater für die Übergabe der neuen Wohnung bekommen hat. Aufgegeben wurde es am 30. April um 15.15 Uhr. Und hier steht, wir erwarten Sie zur Übergabe Ihrer neuen Wohnung, Treffpunkt 1. Mai, 15.30 Uhr, Sporthalle Stalinallee, Haupteingang, Denkmal, Oberbeck, Gewerkschaft, Unterricht. Dieses Bild zeigt die Feier zur Eröffnung des Hochhauses. Die letzten Gerüste fielen am 29. April. Und am 1. Mai 1952 erfolgte nach nur 5-monatiger Bauzeit mit einer großen Feier die Eröffnung. An diesem Tag zogen auch die ersten Mieter in das Haus ein. Ja, und auf diesem Foto hier habe ich im Gewühl der Menge mutmaßlich meine Mutti entdeckt, die etwas wirr wahrscheinlich ob der ganzen Aufregung den Kopf nach hinten ausstreckt und wahrscheinlich nach ihren Eltern sucht. Am Abend wurde auf dem Dach des Hauses ein großes Feuerwerk abgebrannt und vom 1. bis zum 11. Mai waren in der ersten und zweiten Etage Musterwohnungen zur öffentlichen Besichtigung eingerichtet. Da stand es nun, das neue Haus, inmitten der Berliner Kriegstrümmer und sein Architekt Hermann Henselmann nannte es einen weißen Schwan, der aufsteigt aus den Trümmern Berlins. Sechstens, Ausstattung. Bevor ich auf die Architektur des Hochhauses und die Ausstattung der Wohnungen eingehe,
So sah es in Berlin 1952 eigentlich aus. Hier um die Ecke der Weberwiese an der Fruchtstraße. Die Wohnungen im Hochhaus hatten also einen im kriegszerstörten Berlin extrem hohen Standard. Bei der Gestaltung des Ensembles Weberwiese richtete Hermann Henselmann den Fokus auf das 35 Meter hohe Haus, das eine zentrierte Vertikale bildet. Eine Form, die durch die Fassadengliederung und einen niedrigeren Anbau, hier sieht man ihn, zusätzlich betont wird. Das Gebäude lässt eine Viergliederung erkennen. Auf einem kleinen, schmalen, schwarzen Sockel, den wir hier unten sehen, erhebt sich ein waagerecht strukturiertes Sandsteinband, darüber der Hauptbaukörper für die Wohngeschosse und darauf ein Dachgarten mit einem Anbau, den ich Ihnen nachher auf weiteren Fotos zeige, den man hier nicht sieht. Für die geforderte nationale Tradition in der Architektur fand Henselmann Vorbilder bei Karl Friedrich Schinkel. Ein Beispiel ist die Gestaltung des sogenannten Feilnerhauses. Das Feilnerhaus war ein dreistöckiges Wohnhaus in Kreuzberg, das Schinkel 1828 für den Ofenfabrikanten Tobias Feilner gestaltet hat. Ich habe hier mal eine Bauzeichnung von der Technischen Universität rausgesucht, weil man hier die Fenster noch einmal sehr schön sieht und dann eine Entwurfszeichnung des Hochhauses an der Weberwiese und ja, die Architekturhistoriker sagen, die Fenster, da hat der Henselmann angesetzt, da hat er es ausgesucht. Ob es nun so ist, das müssen die Forscher sagen. Die Verzierungen und Kacheln aus der Meißner Porzellanmanufaktur sollten an Berliner Wohnhausarchitektur anknüpfen. Jede Kachel enthält ein zentriertes Blumenmotiv. Der Eingangsbereich des Hauses wurde aus schwarzem Labradorgranit mit vier Säulen und mit drei in die Decke eingelassenen Leuchten gestaltet, die auch manchmal wirklich noch leuchten. Sechs Stufen führen ins Hochparterre zu einer mittig gelegenen Hauseingangstür. Links und rechts davon liegen zwei Klingeltableaus in der Wand. Das war auch für die damalige Zeit skandalös luxuriös. Außerdem befinden sich hier zwei kleinere Türen, links zu den Kellerräumen und rechts zu einem Hauswirtschaftsraum. Ja, und allgemein bekannt eigentlich, über der Haustür wurde eine Strophe aus dem Friedensgedicht von Bertolt Brecht angebracht. Friede in unserem Lande, Friede in unserer Stadt, dass sie den gut behause, der sie gebaut hat, und das kann ich auswählen. Betritt man das Haus, kommt man in ein kleines Entree. Durch eine schwingende, verglaste Holztür gelangt man in den Hausflur. Geradezu liegt der Aufzug, der ursprünglich mit einer roten Holztür und einer Innentür aus hellblauem Kunststoff ausgestattet war und sechs Personen Platz bot. Linker Hand waren hölzerne Briefkästen in die Wand eingelassen, das ist heute aus Metall. Und rechter Hand liegt die Haupttreppe. Das Hochhaus hat drei Geschossebenen. Zum ersten das Hochparterre mit Entree und Hausmeisterwohnung, acht Etagen für die Wohneinheiten und ein Dachaufbau mit Terrasse. Auf jeder Etage befinden sich vier Wohnungen. Es handelt sich also um 32 Dreizimmerwohnungen. Die Größe der Wohnungen liegt bei ungefähr 95 Quadratmeter. Der Zuschnitt zeigt nur geringe Unterschiede. Die 33. Wohnung im Hochparterre verfügt nur über zwei Zimmer, deren Fenster nach Nordosten zeigen. Sie war für den Hausmeister geplant und wurde so auch bis in die 80er Jahre entsprechend genutzt. Ja, jetzt erkläre ich noch einmal den Grundriss. Wir sehen hier also in der Mitte das Treppenhaus, das fensterlos ist, mit der Treppe und dem Aufzug. Und hier schön symmetrisch gehen die vier Wohnungen jeweils ab. Wir sehen hier die beiden Hintertreppenhäuser, durch die Küche kommt, und die haben auch im Erdgeschoss noch jeweils einen Ausgang. Und ich habe mir immer, das
knüpft jetzt ein bisschen an die Diskussion vor 14 Tagen an, vorgestellt, wo ich einen Antifaschisten verstecken kann in der Not. Und da hat meine ganze Kindheit immer gedacht, da in seinem Treppenhaus, da ist er sicher. Die Tür, die Wohnung hat einen langen, breiten Flur, eine Abstellkammer. Geradeaus geht es ins Wohnzimmer, so war die Wohnung geplant. Das ist ein Durchgangszimmer. Und dann in ein Eckzimmer, das zwei französische lange Fenster hat, als Elternschlafzimmer geplant. Und vorne vom Flur aus geht es ins geplante Kinderzimmer. Bad und Küche liegen nebeneinander. Hier sehen wir ein Foto von der Musterwohnung. Das ist das Wohnzimmer, so war es damals eingerichtet, recht bürgerlich und sehr modern eingerichtet für die damalige Zeit, wie ich finde, das Kinderzimmer. Die Räume sind 3,30 Meter hoch. Jede Wohnung verfügt über Räumlichkeiten und Fenster nach zwei Himmelsrichtungen. Man kann also sehr gut querlüften. Die Anordnung und Lage sind auf eine Familie, hatten wir schon, mit Kindern ausgerichtet. Und das ist der Mietvertrag der Erstmieter, in diesem Falle der Mietvertrag meiner Großeltern von 1952 für die Dreizimmerwohnung. Und als Miete wurden insgesamt festgelegt 85 Mark und 50 Pfennige. Gleich am Wohnungseingang war im Flur eine Gegensprechanlage angebracht. Die Küchen waren teilgefliest und verfügten über einen warmen Wasserboiler für 40 Liter, ein Spül- und ein zusätzliches Ausgussbecken. Außerdem, und das ist jetzt unsere Küche und nein, sie ist nicht frisch renoviert, außerdem enthielt sie zwei Einbauelemente, einen rauen, hohen Einbauschrank, der unter anderem mit einem Rollladen ausgestattet war. Da sieht man ihn. Und einen halb hohen Schrank unter dem Fenster, und den habe ich jetzt nicht fotografiert, der war nicht präsentabel, der auch ein Luftgitter zur Außenwand für die Kühlung von Lebensmitteln bot, denn Platz für einen Kühlschrank war nicht eingeplant. Darüber hinaus war ein Elektroherd bereitgestellt, für den in der angrenzenden Wand ein Abzugsschacht existierte. Die Wohnungen waren auch mit Telefonanschlüssen ausgestattet. Jede Wohnung hatte einen Zugang zu einem der beiden schon erwähnten Seitentreppenhäuser, die im Erdgeschoss auch einen Ausgang haben. Hier befanden sich auf den Halbgeschossen jeweils Öffnungen für die Müllschlucker, für die im Keller ein Sammelbunker und eine Transportanlage existierte. Jeder Raum außer der Abstellkammer ist mit einem Heizkörper ausgestattet. Für die Fernwärmeversorgung wurde zeitgleich das Heizkraftwerk Friedrichshain in der Rüdersdorfer Straße gebaut. Und dieses Gebäude hat dann noch wirklich eine späte Karriere gemacht als Technoclub Bergheim. Die Bäder waren mit hellgelben quadratischen Kacheln bis ca. 1,60 Meter Höhe gefliest und hatten einen warmen Wasserboiler mit 80 Liter. Es standen eine eingebaute Badewanne mit einem gefliesten Seifenhalter in der Wand, ein Bodenausguss, ein Waschbecken und eine Toilette mit einer Wasserspülung zur Verfügung. Und auch Platz für eine Waschmaschine war übrigens nicht eingeplant. Die inneren unteren Fenster im Bad bestehen aus verformtem Glas, sodass keine Einsicht von außen möglich ist. In sämtlichen Räumen war ein Steinholzfußboden verbaut. Bei den Fenstern handelt es sich um doppelte Kastenfenster. Die Wohnungen der Geschosse 1 bis 7 verfügen jeweils über drei bodentiefe französische Fenster mit schmiedeeisernen Gittern, die von dem Berliner Kunstschmied Fritz Kühn hergestellt wurden. An der Südwestseite des Hochhauses zur Machlewskistraße sind zwei Ladengeschäfte untergebracht. Die Wohnungen im Hochhaus haben keine Terrassen, keine Balkone. Auf dem Dach befindet sich ein gläserner Aufbau mit Außenbereich, der als Gemeinschaftsbalkon gedacht war. Auf dem oberen Dach sieht man vier steinerne Bekrönungen. Ups, das wollte ich fast doch endlich gelernt. Vier steinerne Bekrönungen, sogenannte Eckerkrota, die an Pflanzenspitzen erinnern. Ich würde zeigen, hier. Der erste Entwurf für den Dachgarten beinhaltete noch runde Kajütenfenster.
Realisiert wurde ein quadratischer, vollständig verglaster Wintergarten, der um den Schacht der Fahrstuhlmaschinerie herum errichtet wurde. Tritt man hier oben aus der Tür, kommt man auf eine rundum liegende Dachterrasse mit Balustrade, auf der auch eine Gemeinschaftsantenne für Rundfunk und den späteren Fernsehfunk stand. In den ersten Jahren befanden sich im Dachbereich ein Trinkwasserspeicher mit Pumpe und Duschmöglichkeiten. Ja, und hier wurden auch Hausfeste gefeiert. Auch die historische Grünanlage wurde neu gestaltet. Ein erster Entwurf des Kollektivs von Reinhold Lindner, der übrigens hier ursprünglich den Garten gestaltet hat, nahm streng achsensymmetrisch auf das Hochhaus Bezug und wurde nicht realisiert. Schließlich legte man 1954 einen kleinen Park nach Entwürfen des Gartenarchitekten Helmut Kruse an, der auch die Parkbänke entwarf. Es entstand wieder ein Wasserbecken mit einer Fontäne. Und auch eine Statue mit einer Knabenfigur wurde wieder aufgestellt, der Junge mit Ente. Hier sieht man die Ente nicht. Die neu gestaltete Weberwiese ist übrigens wesentlich kleiner als die Anlagen der Vorkriegszeit. Siebtens, Veränderungen. Die nach 1945 geborenen Berliner und Zugezogenen erleben an der Weberwiese eine vollkommen andere städtische Umgebung als die vor 1945 hier ansässigen Menschen. Von dem vormaligen Wohnplatz an der Frankfurter Allee sind lediglich die U-Bahn-Linie mit ihren Bahnhofszugängen, das Gebäude der Feuerwache und einige Bäume, eine Linde und eine Eiche, erhalten geblieben. Und ich zeige Ihnen jetzt drei Karten, die ich auch vom Landesarchiv habe. Dort gibt es das Modul HistoMap und damit kann man ganz genial verschiedene historische Karten übereinander legen, sodass sie wirklich doppelt sind. Sie sehen dann hier auch zweimal Weberwiese, einmal Memeler und einmal Marchewski-Straße. Zum Anfang möchte ich Ihnen die Lage der Wohnhäuser zeigen. Das Blaue zeigt die Wohnhäuser 1930, also von einer Karte 1933. Das hier ist die Königsberger Straße, das ist die Frankfurter Allee und Sie sehen ja auch ganz gut anhand der kleinen eingezeichneten Kullern, das sind die Bäume, dass das bis an die Frankfurter Allee heranging. Das Rote stammt von einer Karte von 1956 und das ist jetzt das Hochhaus mit seinem Anbau. Sie sehen also, dass das wirklich, sie haben sich einfach gar nicht ans Alte gehalten. Das ist so ein bisschen abgeklappt. Die nächste Karte zeigt die Umrisse der historischen und der jetzigen Weberwiese. Ja, das ist hier die Weberwiese 1933, viel größer als heute. Und dieser kleine Wohnfortsatz hier, das ist diese Minigartenanlage mit der Statue, die wir am Anfang gesehen haben. Und das Rote ist die Weberwiese, so wie sie sich jetzt darstellt. Das hier ist der Teich heute. Ja, und jetzt gehen wir noch spazieren, nämlich vom Hochhaus an der Weberwiese 1933, ziemlich langweilig, einmal immer geradeaus die Königsberger Straße bis zur Frankfurter Allee. Und heute sieht das schon ein bisschen anders aus. Wenn man aus dem Hochhaus raustritt, geht man nach rechts einen Fußweg entlang. Hier ist eine kleine Grünanlage, hier der Anbau. Und dann biegt man links ab. Und dieses Stück Straße wurde der Gubener Straße zugeschlagen nach dem Krieg. Hier steht ein Wohnblock, der von Richard Paulik gebaut wurde, auch noch so ein Jäger. Und das ist sozusagen alles Fußweg. Und hier kreuzt jetzt die nach dem Krieg neu errichtete Hildegard-Gerda-Moritz-Straße unseren Weg. Und man geht hier wieder in einen Fußweg hinein zur Frankfurter Allee. Und das sind die beiden Laubenbankhäuser. Und hier steht heute der Block E-Süd. Achtens, Werbung. Die Neubauten an der Weberwiese entfalteten eine immense Propaganda- und Werbetätigkeit. Es wurden Busfahrten zur Baustelle für Laien und Fachleute auch aus West-Berlin organisiert. Presse, Rundfunk, Kunst und Literatur waren beteiligt. Das Thema war in aller Munde, auch über Berlin hinaus. Das Rundfunkhaus Weberwiese wurde eingerichtet. Das Hochhaus wurde im wahrsten Sinne des Wortes auf Händen getragen, wie hier auf einer Demonstration junger Pioniere,
am 25. August 1952 in Dresden. Im Dezember 1952 wurde das Nationale Komitee für den Neuaufbau der deutschen Hauptstadt gebildet. Es ergingen Aufrufe zu freiwilligen Arbeitsstunden und Geldanleihen. Damit sollte den Menschen das Gefühl gegeben werden, den Aufbau in ihre eigenen Hände nehmen und beeinflussen zu können. Und ich habe uns hier die Aufbaukarte meiner Mutter mitgebracht. Die Rückseite zeige ich nicht, so viele Stunden waren es dann nicht, die da drauf sind. Vor allem in den ersten Monaten nach der Fertigstellung, des Hochhauses kamen tausende Menschen zur Besichtigung. Die meisten klingelten einfach spontan an die Wohnungstüren. Nachdem meine Oma einmal früh morgens um 7 aus Versehen die Wohnungstür im Nachthemd geöffnet hatte, richtete sich die Familie Johannes einen Dienstplan für den Besucherempfang ein. Es entstanden Briefmarken, Plakate, Postkarten, Broschüren, Malhefte, Comics, Lieder und Gedichte. Rätsel zum Hochhaus erschienen in Zeitschriften als Preisausschreiben und Hausmodelle zum Selberbauen für Kindergärten wurden entwickelt. Die Bildunterschrift zu diesem Foto lautet: Hochhaus aus 112 Steinen. Nicht nur den Kleinen wird es Spaß machen, wenn sie das Hochhaus aufbauen. Auch mancher Vater wird begeistert mitspielen. Für Kindergärten bilden diese unserer Architektur gerecht werdenden Baukästen ein schönes Kollektivspielzeug. Auch die Bauschaffenden und die Bewohner der Wohnungen wurden zum Inhalt von Publikationen. Die Unterschrift zu diesem Bild aus der NBI, also der Neuen Berliner Illustrierten, lautet: Der Umzug ist geschafft. Die Näherin genießt noch eine Mußestunde bei einem Luft- und Sonnenbad am weit geöffneten Fenster. Und dann geht es zur Spätschicht in das Fortschrittwerk, wo sie ihre Norm täglich mit 127% erfüllt. Ja, das ist ein Artikel über meine Großeltern, der stammt aus dem Jahr 1967 und ist in der BZ am Abend, der Tageszeitung, erschienen. Direkt neben der Baustelle wurde ein Ausstellungspavillon mit einem Modell des Hochhauses eingerichtet. Alltagsprodukte griffen das Motiv des Hochhauses auf, hier zum Beispiel der Kalender der Berliner Zeitung für das Jahr 1952. Das heißt, es ist schon im Vorfeld erschienen, da stand das Haus noch gar nicht. Ne? Und hier sieht man den Eingang mit den Marmorsäulen. Hier ist übrigens die Deutsche Sporthalle abgebildet, die ja 1972 abgerissen wurde. Und auch in der Malerei war das Hochhaus und die Stalinallee präsent, wie hier eine Zeichnung des Malers Oskar Nährlinger zeigt. Es wurde getanzt und gesungen. Erwin Palenski, Komponist beim Berliner Rundfunk, schuf ein Lied für den Chor Die Alex-Spatzen. Es wächst in Berlin an der Spree, ein Riese aus Stein in der Stalinallee. Die Spatzen vom Alex, die pfeifen es laut, hier wird unser neues Berlin aufgebaut. War schon fast gerappt. Allgemein bekannt wurde, was ist denn an der Weberwiese los? Hier heißt es unter anderem: Was ist denn an der Weberwiese los? Da steht ein Bau ganz riesengroß. Der stand vor ein paar Wochen noch nicht hier. Berlin baut auf, Berlin sind wir. Die neuen Häuser, die sind dein und mein. Wir alle wollen die Bauherren sein. Und wer helle greift zur Kelle, ist zur Stelle, ist in unserem Reich. Herunter mit den alten Resten, Stein auf Stein das Neue dann. Und der Westen, der kommt auch noch dran. Vom Alex bis zum Funkturm, Treptow oder Schlachtensee, Berlin, Berlin, du wirst schöner sein als je. Jetzt hören wir gleich eine Aufnahme dieses Liedes, das ich vom Deutschen Rundfunkarchiv für diesen Abend hier uns geholt habe. Die Aufnahme ist vom 22. Januar, und auch da stand das Hochhaus noch nicht, 1952, im Haus des Rundfunks an der Masurenallee im Saal 3. Und jetzt hoffen wir, dass es beginnt. Was ist denn an der Weberwiese?
Zeit. Das Hochhaus an der Weberwiese wurde zu einem Mythos. Man bezeichnete es als das erste sozialistische Hochhaus. Und wie es sich für einen Mythos gehört, wurden wahre und unwahre Geschichten darüber erzählt. Aber wie lebt es sich nun in einer Architekturikone? Also am Anfang kann ich schon mal sagen, sehr gut. Ich zeige Ihnen jetzt einige private Fotos und überraschenderweise habe ich festgestellt, ist da gar nicht viel Architektur drauf. Das sind ja Familienfotos. Und es werden immer nur die Familienangehörigen fotografiert. Aber vielleicht schaffen wir es doch, ein bisschen von der Umgebung zu sehen. Dieses Foto ist Ende der 50er Jahre ungefähr aufgenommen worden. Es ist leider nicht passiert. Meine Großeltern hier, mein Großvater, meine Großmutter, mein Onkel stehen vor einem Zelt. Man sieht auch, die Laternen sind geschmückt. Also da ist irgendein Feiertag im Gang. Ich hatte eigentlich, war es immer so vom Familienüberlieferung, dass das innerhalb solcher Aufbaustunden auch gemacht wurde. Als Bewohner eines solchen Hauses stand man vor allem in den ersten Jahren immer mit einem Bein in der Öffentlichkeit. Und Ideologie spielte auch im Privatbereich eine Rolle. Im bürgerlichen Freundeskreis meiner Großeltern hieß es zum Beispiel, seid ihr unter die Roten gegangen? Der Dachgarten war ein beliebtes Fotomotiv, hier mit Besuch. Und weiteren Besuch. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1960 und zeigt meine Großmutter. Und das war auch die Zeit, wo es schon ein bisschen ruhiger um das Hochhaus geworden war. In der Gegend entstanden weitere spektakuläre Bauten am Frankfurter Tor und am Strausberger Platz. Und das ist meine Mutter am Strausberger Platz. Hier rechts, leider sieht man es nicht, ist das Haus des Kindes. Und ich fand das Foto besonders interessant, weil man hier hinten noch Altbausubstanz in der Lichtenberger Straße sieht, die es heute nicht mehr gibt. Da stehen Plattenbauten heute. Das ist ein Blick vom Dachgarten in Richtung Frankfurter Tor. Es ist ungefähr in der zweiten Hälfte der 60er Jahre entstanden. Hier sieht man die Altbausubstanz Berlins. Hier rechts steht meine Schule. Das will ich jetzt nicht weiter sehen. Und hier, das ist sehr interessant, sieht man ja, die Skyline, kann man ja fast sagen, des neuen Berlins. Leider ein bisschen blass. Hier sieht man die beiden Hochhäuser am Strausberger Platz. Also hier ist das Haus des Kindes. Das müsste eigentlich schon das Haus des Lehrers hier sein. Und hier ist der Fernsehturm im Entstehen, noch ohne Kugel obendrauf. Naja, das ist die Grünanlage Ende der 60er Jahre. Ja, jetzt ist es so. Ich wollte Ihnen die Grünanlage zeigen, die wirklich üppig ausgestattet ist und interessanterweise, na, das war wieder nicht gut. Nochmal die Grünanlage. Hatte nämlich zu dieser Zeit der Teich noch gar keine Fontäne. Und hier steht das sogenannte Entenhaus. Ein kleines Holzhäuschen, in dem Enten lebten. Und die Fontäne ist, glaube ich, erst Anfang der 80er Jahre entstanden. Ja, hier sind wir in der Karl-Marx-Allee. Hier sehen wir noch die Deutsche Sporthalle, die ja dann kurz danach abgerissen wurde. Und das hier ist der Beginn des sogenannten BZA-Laufes, wurde einmal im Jahr von der BZ am Abend, der Tageszeitung, organisiert für Berliner Schüler. Später musste ich da auch hin. Und hier im Vordergrund sieht man den tschechoslowakischen Rennläufer Emil Zatopek. Der hat dieses Rennen da eröffnet. Ja, hier wird an der Weberwiese eine Fernsehsendung gedreht. Und zwar 1968 im Sommer die Sendung Ferien mit Pfiff. Und hier bin ich auch drauf, aber das zeige ich. Ich will sie nicht. Ja, damals gab es noch Schnee, das ist das Weiße, was ja überall liegt. Aber zeigen wollte ich das Foto eigentlich, weil man hier die Feuerwache nochmal sehr schön sieht, wie sie eigentlich die gesamte Zeit der DDR und meiner Kindheit über aussieht. Die hat heute ein neues Dach, ein Runddach bekommen. Ja. Kindergeburtstag im Hochhaus an der Weberwiese. Ich muss sagen, in meiner Kindheit gab es viele soziale Beziehungen und Veranstaltungen im Hochhaus.
Die Mieter kannten sich und offenbar wird uns hier bei einem Kindergeburtstag gerade was gezeigt, weil wir alle in dieselbe Richtung starren. Die geräumigen Wohnungen wurden nicht nur von Kleinfamilien bewohnt, sondern boten in der Nachkriegszeit auch Familienangehörigen eine Unterkunft. Zeitweise wohnten in unserer Wohnung bis zu 6 Erwachsene. Meine Großeltern, die pflegebedürftigen Eltern meiner Oma und mein Onkel mit seiner Frau, die noch keine eigene Wohnung hatten. Und das ist dann später mein Kinderzimmer geworden und da hatte ich dann wieder genug Platz. 1970 waren auch die Miniröcke an der Weberwiese angekommen. Der Anlass dieses Fotos ist unschwer zu erraten. Es ist meine Einschulung 1972 und das Foto habe ich rausgesucht, weil man den Eingang hier nochmal sehr schön sieht. Ja, das ist ein gesellschaftliches Dokument. Das ist nämlich der Arbeitsplan der Hausgemeinschaftsleitung des Hochhauses an der Weberwiese für das zweite und dritte Quartal 1974. Und da habe ich mal den Namen geschwärzt, aus Datenschutzgründen, außerdem meines Großvaters. Man kann ja noch andere gesellschaftliche Dinge erkennen. Hier werden nämlich die meisten Leute mit Ehenpunkt, also Genosse, angesprochen. Mein Großvater war dann der Kollege. Aufgeschrieben hat er sich, dass am Freitag, den 27.09. das Hausfest stattfinden wird. Ja, das sind Fotos aus dem Jahr 1969. Die habe ich dann als Jugendliche schon selbst gemacht. Der Anlass war das Pfingsttreffen der FDJ. Und hier sehen wir die Fredersdorfer Straße, also die ehemalige Königsberger Straße. Und hier sieht man den Franz-Mehring-Platz mit dem Eingang zum Neuen Deutschland. Und auf der Weberwiese wurde häufig gefeiert. Hier ist eine Bühne und mit offenbar einer Band, die da auftritt. Das Hochhaus an der Weberwiese und die angrenzenden Bauten verloren mit den Jahren das weiße Erscheinungsbild. Die Putzflächen ergrauten und die Bezeichnung weißer Schwan geriet in Vergessenheit. Die Wohnungen jedoch blieben begehrt. Die Bewohnerstruktur änderte sich. Die Zahl der Arbeiterfamilien nahm ab, die der Inhaber höherer Posten stieg. Bereits seit 1975 steht das Hochhaus unter Denkmalschutz, der 1995 mit einer Aufnahme in die Denkmalliste des Landes Berlins erneuert wurde. Bis zum Ende der DDR gehörte das Haus zur Kommunalen Wohnungsverwaltung, KWV. Die Mieten hatten noch bis 1991 dieselbe Höhe wie im Jahr 1952. Nach 1990 wurde das Hochhaus nicht privatisiert wie die Häuser an der Karl-Marx-Allee, sondern in die Verwaltung der Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain überführt und später von der WBM übernommen, also Wohnungsbaugesellschaftsmitte. 1999 waren die Fassaden des Hochhauses Gegenstand einer grundlegenden Sanierung. Die Meißner Kacheln wurden erneuert und das Haus erhielt wieder einen weißen Putz. Allerdings kann ich mich erinnern, dass die neuen Kacheln nicht von Meißen kamen, sondern aus einer südwestdeutschen Firma. Ab 2008 wurde die Parkanlage einige Restaurierungsmaßnahmen unterzogen. Das Gebiet Weberwiese wurde 2016 städtebauliches Erhaltungsgebiet. Jetzt kommt etwas, was Herr Friel viel besser weiß als ich. Seit einigen Jahren laufen Vorbereitungen für eine Aufnahme in das UNESCO-Welterbe. Ein erster Antrag wurde 2014 im Vorfeld abgelehnt. Ein neues Projekt will unter dem Motto „Das doppelte Berlin“ einen zweiten Versuch starten, der nun den ersten und zweiten Bauabschnitt an der Karl-Marx-Allee und das mit der Interbau 1957 entstandene Hansa-Viertel umfasst. Die Praxis, tradierte Stadtgestaltung zu negieren und Orte und Gebäude vollkommen neu zu gestalten, wurde in Berlin bis in die Gegenwart immer wieder angewendet. Mir bleibt zum Schluss nur ein bekanntes Zitat des Publizisten Karl Scheffler. Er schrieb 1910 im Schlusswort seines Werkes „Berlin, ein Stadtschicksal“ über die Tragik eines Schicksals, dass das aus einer wendischen Fischersiedlung zur mächtigen Millionenstadt und Reichshauptstadt emporwachsende Berlin dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Stellungswechsel. Ach, danke. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Toll, wenn jemand so authentisch und so angereichert mit eigenem Material sich da reinarbeitet. Es gäbe jetzt verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann. Das eine ist vielleicht, was mir aufgefallen ist, eine Ergänzung und eine Korrektur. Korrektur, die Paulig-Bauten sind nicht die senkrechten, sondern die in Ost-West-Richtung befindlichen. Also nicht das direkt neben der Weberwiese stehende Gebäude ist von Paulig, sondern die späteren, parallel zur Karl-Marx-Allee oder zur Frankfurter Allee laufen. Ist das noch von Herzenstein, von den Laubenganghäusern? Oder? Die Herzenstein und Kollektiv und dann sind Brockschmidt und Wedel, die machen diese sieben Zwischenkriegsmoderne. Ja. Aber es ist unwichtig. Ein anderer interessanter Punkt ist diese Plastik und diese Übernahme der Gartengestaltung oder die Adaption der Gartengestaltung aus der Weimarer Zeit. Also weil dieser zivilisatorische Ansatz mit Kinderspielplatz, Planschbecken und Plastik und Toiletten ist ja eine tolle zivile, kommunale Geste auch gewesen. Und interessant ist, dass eben dieser, ich glaube, Morang heißt er oder Morin oder so, dass die Plastik, die jetzt da ist, zwar nicht die Plastik ist, die vorher da war, sie haben die ja gezeigt, aber vom selben Künstler. Genau, das habe ich. Also der Witz ist, dass man in der Frühzeit dieses Hauses an der Weberwiese über die Kunst eigentlich, also die dazugehörige Kunst, gar keine so richtige Vorstellung hatte, so wie auch die Kunst für die Sporthalle eigentlich aus dem Schloss genommen wurde. Aber die Arbeiterheroen waren dann die. War Herkules aus dem Schlosshof und so weiter. Das Einzige, was man zustande brachte, waren eben diese Halbreliefs, die es ja auch an der Weberwiese gibt. Und ja, die dann in seitlichen auch, genau, und die dann auch sozusagen die Attika-Bereich der Sporthalle. Also das war sozusagen bloß Ergänzung. Mir ist aufgefallen, vielleicht zur ersten Frage, es fokussiert sich natürlich alles und war ganz wunderbar, auch mal einen Inneneinblick und einen Grundriss zu sehen und sowas und die Erschließungsgänge und diese eigentümlichen zwei Treppenhäuser, die man dann noch brauchte und so. Also eigentlich hatte das Haus ja drei Treppenhäuser, wo dann auch die Müllschlucker waren. Also alles total spannend. Mich würde interessieren, ob Sie auch Kenntnis haben oder Bekannte hatten oder Einblick hatten in die Randbebauung, die ja auch von Hensemann kam. Sind da ähnliche Grundrisssysteme? Gibt es da auch diesen relativ großzügigen Flur, was ja aber dann bei späteren Bauten von Hensemann sehr typisch wird? Wie sind die geschnitten? Nicht so groß. Sie sind vielfältiger. Es gibt zwei Zimmerwohnungen, drei und sogar in den Seitenbauten eine Vierzimmerwohnung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Kenntnis über diese Wohnung wirklich nur aus meiner Kinderzeit habe, weil da Schulkameraden lebten, die einen dann mal mitgenommen haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Schulfreundin eine Zeit lang im Anbau Krimi spielte, indem wir vermeintliches Blut versickern ließen und das dann wieder aufsammelten. Und das war an dem Anbau, der ja auch noch so einen pylonenartigen, fast, wo ich dachte immer, da kommt noch mal was, da wird was wachsen. Ja? Also diese Balustrade, fast als wenn da was berankt werden sollte. Also die Anbauten sind sogar vielfältiger gestaltet und nicht ganz so symmetrisch wie das Hochhaus. Die Wohnungen können kleiner sein, haben Balkone teilweise und die Vierzimmerwohnung, die ich kannte, hatte auch diesen dann für die späteren Wohnungen Henselmanns am Strausberger Platz typische Entree in Rund- oder Quadratform. Mhm. Also kein Geradeausflur, sondern eben halt so wie so ein Vorraum. Genau. Also da ist in den Anbauten sind eigentlich mehr Varianten noch verbaut als im Hochhaus. Das Hochhaus ist recht streng. Es ist sehr interessant, dass logischerweise durch Ihren Vortrag und Ihr Thema, aber auch an der allgemeinen Wahrnehmung, man unheimlich auf dieses Hochhaus fixiert ist, zu Recht natürlich so,
Aber dass man über die ganze Ensemble, die sagen jetzt, es ist variantenreicher, experimenteller, ja, vielleicht so eigentlich relativ wenig weiß. Und das offenbar auch eine Selbstidentifikation, man ist Bewohner vom Hochhaus, ja, und die anderen sind die Anbauten. Ja. Also da gibt es eine gewisse Hierarchie. Ich will darauf hinweisen, dass eben dieses Ensemble an der Weberwiese natürlich insofern genau diesen 16 Grundsätzen entspricht, dass man sagt, man nimmt auf die bestehende Stadt Rücksicht, aber verbessert sie. Also man gestaltet sie schöner, man setzt sie aber fort. Also ich will nur etwas problematisieren, Ihren berechtigten Einwand, dass die Moderne mit den vormodernen Strukturen bricht. Mhm. Aber eigentlich gibt sie ja diesem Entree, dieser Parklandschaft mit Hochhaus eigentlich einen enormen Auftritt. Mhm. Und gleichzeitig sind ja die Verbindungen mit der Fredersdorfer Straße, mit der Marschlewski-Straße, okay, also die, also mit der ehemaligen Memeler Straße und so, aber natürlich die Königsberger weg und der Platz und so weiter. Aber gerade die Steine, also der erste Bauabschnitt zeichnet sich ja dadurch aus, dass die immer wieder auch den Kontakt zu den Straßengrundriss der vormodernen Stadt suchen. Und sie sind eben keine reine Korridorstraße, wie wenn sie an der Tverskaya oder Gorki-Straße ehemals, wenn sie da durch die Prospektbebauung durchgehen, sind sie in einer ganz anderen Stadt oder in Minsk oder sonst irgendwo. Ja, und sie sehen auch nicht so aus. Hat gar keine Tiefe. So. Sie sehen auch nicht so aus, wie Schaunz sich gedacht hat. Nein, ja? Natürlich. Also das wollte da die Kontrast so, davon ja, wollte ja, man sich ja. Ja. Also sie nehmen die alte Stadt schon wahr. Ich glaube, heute, für denjenigen, der heute durch die Gegend geht, werden die Brüche gar nicht mehr so deutlich zu sehen sein wie damals. Ich glaube, die damalige Bevölkerung hat es wie ein Raumschiff, würden wir heute sagen, wahrgenommen, weil es dieser Unterschied zu der zerstörten, dann grauen, feuergeschwärzten Stadt viel stärker hervortrat durch diese weißen Bauten. Ich habe im Landesarchiv übrigens interessante Unterlagen einsehen können. Ich hatte mir die Frage gestellt, war denn da überhaupt niemand mehr an der Weberwiese? Und wenn ja, was ist dann aus den Leuten geworden? Und ich habe herausgefunden, dass es zur Karl-Marx-Allee vorn durchaus einige sicherlich ruinös noch stehende Häuser gab. Und da wohnten auch noch Menschen. Und vor allen Dingen für die Bauten der Stalinallee wurden die dann teilweise recht unsanft auch ausgesetzt. Und es gab einen Fall, der da durch die Ämter ging, dass innerhalb von, also offenbar hat ein Beamter vergessen, die Bewohner zu informieren. Und dann ging es schnell. In 3 Tagen seid ihr hier raus. Und wo mussten Sie hin? Ja, das war die Frage. Ja. Im Landesarchiv, in den Dokumenten, sammelten sich dann Kommentare der Mieter. Die gingen von, wenn wir eine Wohnung an der Stalinallee kriegen, ziehen wir. Bis zu, ihr kriegt mich hier nicht raus, eher bringe ich mich um. Und dann war Eile Not und es wurden überall in Berlin Wohnungen gesucht. Und dann gab es im Neuen Deutschland einen Artikel, wo sich die Mieter dann bedankt haben für die Großzügigkeit. Also das war mal so, steht da, ja, es waren verschiedene. Ah, okay. Es muss wirklich eine ziemlich schnelle Aktion gewesen sein und ich glaube Treptow war dabei und teilweise auch Altbauwohnungen wieder. Habe ich zu Hause, könnte ich raussuchen. Fand ich interessant, weil davon ist natürlich nun heute wirklich gar nicht mehr die Rede. Über die ganzen historischen Kontexte, den Stilwandel und all die Dinge, könnte man jetzt viel sagen, aber Sie sind ja vor allem für uns als sozusagen Zeitzeugin und als Bewohnerin so interessant, als Gesprächspartnerin. Was ist denn aus den Gemeinschaftsräumen auf dem Dach geworden? Bitte schön. Ja, die sind mit restauriert und saniert worden, Ende der 90er Jahre erstmal. Und zwar auch sehr schön. Der gläserne Aufbau ist begehbar. Da hat sogar mal ein Konzert vor vielen Jahren stattgefunden und einige Mieter im Haus haben mit Erlaubnis des Vermieters auch einen Schlüssel und wenn Besuch kommt, darf man da auch hoch. Nicht betreten können wir den Außenbereich, also die große Terrasse, die rundum geht. Das ging noch bis in die 90er Jahre, da haben wir dann manchmal da oben sogar noch gefrühstückt.
Und zu Silvester traf sich da das ganze Haus, um das Feuerwerk zu betrachten. Und 1999 wurde das geschlossen. Also mit anderen Worten, man kommt aus dem Wintergarten nicht mehr raus auf die Terrasse. Und zwar gab es zwei Begründungen. Einmal, weil die Dachpappe, die dort oben verlegt wurde, nicht trittfest genug ist. Und da hat es auch öfter mal durchgeregnet, schon zu DDR-Zeiten. Und die andere Begründung, und das ist wirklich ein Totschlagargument, die Balustrade ist denkmalgeschützt und sie ist zu niedrig für die heutigen Baubestimmungen. Also das scheint mir eines der absurdesten Vorgänge zu sein, dass sämtliche Dachbereiche in der Steinallee, Marx-Allee, die der Gemeinschaftsnutzung gewidmet waren, dass die mit dem Hinweis darauf, dass da jetzt ein weiches Dach existiert und keine Festigkeit da ist, ob es durchgeregnet hat oder nicht, kann man ja heute in Zeiten des Fortschritts, nicht wahr, könnte man ja beheben. Also das scheint mir abwegig zu sein. Und wenn die Balustrade höher sein müsste, könnte man ja eine temporäre ein bisschen höher setzen davor, die nicht baulich mit der Balustrade verbunden ist. Also ist gar nicht das Thema. Also ganz offenbar sind da auch nie Bemühungen unternommen worden, das Problem zu lösen. Seltsamerweise hat unser Vermieter, die BBM, uns zu einem Jahrestag des Hochhauses, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, kann es 2016, 17 gewesen sein, hat die Hausgemeinschaft mal eingeladen auf die Terrasse. Da durfte man rauf, da waren wir gerade nicht da. Da war es plötzlich möglich. Also da ist auch nichts passiert. Schön. Ja. Und wenn Sie mal diesen Wintergarten beschreiben, Sie sagten, es ist die Umhausung des Aufzugsapparates der Maschinerie. Also man geht rundherum. Man fährt mit oder läuft in die 8. Etage und von dort aus geht eine weitere Treppe, also es ist immer noch dasselbe Treppenhaus, auch von der Gestaltung her, sozusagen dann in eine imaginäre 9. Etage. Und dort oben, wenn man da ankommt, auf dem Treppenabsatz, da ist diese Maschinerie für den Fahrstuhl, der ist dann dort oben auch sehr laut, wenn der fährt. Und von dort aus geht eine Tür in den Wintergarten. Und das ist ein breiter Gang, quadratisch ist das, glaube ich. Das Haus selbst ist ja leicht rechteckig und ich denke, der Wintergarten oben ist quadratisch und dann kann man einmal rundherum gehen. Mhm. Und die Wände dort oben sind vollständig verglast, also man hat einen himmlischen Blick auf Berlin. Und Sie haben auch einen Schlüssel? Nein, wir nicht persönlich. Ich würde mal einen Faktencheck hier für unsere Runde sozusagen anregen. Aber es wäre nicht unmöglich, ihn zu bekommen. Also wir verabreden uns nochmal vielleicht zu einem Besuch. Ganz wunderbar. Sie sagten jetzt, dass im Hintergrund dieses Welterbe-Thema auch Interesse geweckt hat. Wie wird das in Ihrem Haus? Wie wird sowas wahrgenommen? Das würde mich natürlich als einen der Aktivisten in dem Bereich da sehr interessieren. Bedrohlich oder erwartungsvoll oder ungewiss, was das eigentlich bedeutet? Also ich persönlich habe sowieso mit Welterbe zu tun, weil in der Staatsbibliothek einiges an Welterbe liegt. Von Beethovens 9. bis zu Luthers Thesen. Das erstaunt mich gar nicht. Es hat bei uns im Haus vor 2 Jahren allerdings einen Unmut von einer ganz anderen Seite, die Sie jetzt vielleicht gar nicht denken, gegeben. Und zwar hat an der Weberwiese direkt vor dem Haus viele Jahrzehnte eine Pappel gestanden, die in der Nachkriegszeit gepflanzt wurde, die also noch nicht in der Vorkriegszeit stand. Und die wurde immer größer und die war sehr prächtig, kann man sagen, und auch der Wohnort vielerlei Tiere. Und diese Pappel ist kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie März 2020, glaube ich, gefällt worden. Und die Bewohner waren dagegen und auch die umliegenden Bewohner waren dagegen. Und seltsamerweise sind uns 2 Begründungen dafür genannt worden. Zum einen hieß es, die Pappel ist krank. Totschlagargument, kann man nichts machen, man möchte sie nicht auf den Kopf bekommen. Und das andere Argument, das dann auch ganz schnell wieder verschwand, ein Mieter erzählte, das hätte an einem Zaun gehangen, der wurde dann schnell wieder entfernt. Da stand doch, dass zur Vorbereitung auf den Antrag für das Welterbe wieder ein freier Blick auf das Hochhaus von der Karl-Marx-Allee geschaffen werden soll.
Und ich habe dann im Zuge meiner Recherchen für meine Arbeit, für das Studium, die historische Stadt, einen Artikel gefunden von einem, glaube ich, ehemaligen Stadtbaudirektor, Gartenamtsmensch, der wirklich in einem Artikel jetzt in den Nullerjahren, glaube ich, geschrieben hat, dass er doch hofft, dass dann irgendwann endlich mal diese Pappel wegkommt, damit der freie Blick auf das Hochhaus wieder sichtbar wird und dass sich das Hochhaus wieder im Teich spiegeln kann. Und das habe ich jetzt mal im Sommer wirklich ausprobiert. Es spiegelt sich wieder, aber der Baum ist weg und das merkt man, dass der Baum weg ist. Die Vögel sind auch weg. Ich habe dann daraufhin nach der Fällung an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg geschrieben und habe eine etwas kryptische Antwort bekommen. Also es wurde uns versichert, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist, aber mit welchen nicht. Und dass ja 5 Ersatzbäume gepflanzt werden. Die sind dann auch gepflanzt worden, allerdings an einer Stelle, wo schon Gestrüpp herrscht, und zwar vor diesem Bau, nicht von Richard Paulik, sondern vor dem Architektenkollektiv, wo die Balkone und die Fenster sowieso schon verschattet sind, da sind die so reingesetzt worden. Also das war so ein bisschen es war seltsam, sodass eigentlich bis jetzt im Haus immer noch das Gerücht umgeht, die Pappel ist für das Welterbe gestorben. Das kann ich Ihnen berichten vom Thema Welterbe. Ansonsten glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel negativ an Erwartungshaltung ist, sondern eher positiv. Man wird sehen, es wird ja noch ein paar Jahre dauern, ne? Die ganze Geschichte. Welterbe darf nicht etwas machen oder darf nicht den Denkmalschutz überdehnen. Ja. Welterbe macht nichts anderes als der Denkmalschutz selber. Also insofern, man hat doch gar keine andere Rechtsgrundlage oder nicht mehr Geld oder was auch immer. Welterbe ist nur eine Anerkennung, indem man ein Gut einträgt. Ja. Sicherlich ist dann die Aufmerksamkeit vielleicht größer, aber dass man etwas im Vorfeld macht, was nicht mit dem Denkmalschutz in Übereinstimmung stünde, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber klar, also Eingriffe in Natur sind heikel in jedem Fall und umstritten, völlig ja. Klar. Völlig klar. Ihre Fragen, ja, Sie melden sich, sehr schön. Ich habe noch eine Ergänzung. Sehr gerne. Zu dem Krimi mit dem Baum. Mir ist noch eine dritte Begründung bekannt, von der ich natürlich auch nicht weiß, ob sie stimmt. Also das dritte Argument für die Fällung war, dass die Wurzel des Baumes das Mauerwerk an der Grünanlage Weberwiese beschädigt haben. Also man hat ja dort, wenn man von dem Vorplatz des Hochhauses an der Weberwiese runter Richtung Teich geht, da sind ja so Ziermauern, wo auch Bänke davor stehen. Und in einem Winkel, der von einer, also auf der Rasenfläche, der von dieser Mauer umschlossen worden ist, stand diese große Pappel, die gefällt worden ist. Und das war eine weitere Begründung. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Richtung die kam oder ob die auch in der Antwort vom Bezirksamt drin war. War das mit den Wurzeln dieses Fundament? Ja. Wir werden jetzt diesen Fall hier nicht aufklären können. Wir können nur feststellen, dass das natürlich Erregung verursacht und heikel und kompliziert ist. Ich kann vielleicht nur berichten, dass in der Debatte dieser Welterbeantrag ist ja nicht additiv gedacht, wir haben da was Schönes und dieses und jenes, sondern irgendwie nimmt es ja aufeinander Bezug. Und so und diese Selbstidentifikation oder diese Mythologisierung, propagandistische Aufwertung, das erste sozialistische Hochhaus in Deutschland oder in der deutschen Hauptstadt, dann die erste sozialistische Straße, nämlich die Stalinallee in Deutschland, war natürlich eine nationale Kampfansage. Und gleichzeitig gab es dann eben auch eine internationale Antwort über die Interbau mit Hansaviertel und Corbusierhaus und Kongresshalle und Hansaschule und so weiter. Und da ist nun interessant, wie natürlich unterschiedliche Lebens- und Gesellschaftskonzepte, die jeweils als Zukunftsversprechen natürlich funktionierten. Sie haben natürlich schon sehr schön gezeigt, mit welchem enormen Wohnstandard diese Wohnungen ausgestattet sind. Und heute zu erzählen, dass da Leute mit Bussen organisiert aus dem Westen kamen,
um sich hier anzugucken, ist ja wieder jede öffentliche Erzählung, aber es ist offensichtlich Tatsache, genauso natürlich wie unser Medium der freien Grenze, auch die Ostler aus Berlin und Umgebung natürlich zur Interbau gingen. Aber interessant ist eben, wie unterschiedlich die Wohnkonzepte auch waren. Also dass da 32, wenn ich es richtig im Kopf habe, 32 gleichartige waren. Darauf antwortet der Westen natürlich mit experimentellen Häusern, wo in einem Haus x verschiedene Grundrisse sind, die auch teilweise mit Split-Level und sonst wie. Der Unterschied ist nur der, dass, wenn auch diese Art des traditionellen Bauens wie in der Stalinallee alt stattgefunden hat, nicht lange durchzuhalten war und dann das industrielle Bauen auch in der DDR wieder kam und dann maßgeblich wurde, wahrscheinlich zu maßgeblich, also in der Form, wie es dann gemacht wurde. Aber immerhin, so muss man auch sagen, dass keins von diesen westlichen Häusern, die die Individualität kombiniert haben, jemals ein Vorbild war für einen sozialen Wohnungsbau anschließend. Also es gab gar keine Nachfolgeprojekte, es war eben eine Bauausstellung. Das andere war Städtebau mit einem ziemlich natürlich Top-Down-Struktur und mit zentralistischen Methoden, die in der Form ja auch gar nicht durchzusetzen waren. Aber interessant ist eben, dass trotzdem ganz unterschiedliches Leben in diesen gleichartigen Wohnungen möglich ist. Und dass aus der Tatsache, dass da gleiche Grundrisse sind, jetzt nicht geschlussfolgert werden kann, dass dann typisiertes Leben stattgefunden hat. Toll war auch Ihre Bemerkung, dass familienbedingt und nachkriegsbedingt, sozialbedingt da eben auch Überbelegungen stattgefunden haben. Ja. Und natürlich die Schwingung des Generationswechsels sich da abgespielt hat. Also was bis heute faszinierend ist, dass diese Wohnungen immer groß wirken, egal wie viele Menschen darin leben. Also ich bin aufgewachsen in der Wohnung mit insgesamt 4 Personen, meine Großeltern, meine Mutter und ich. Davor waren es schon 6. Heute gibt es auch Leute, die als Single in der Wohnung leben. Die sind wirklich, das hatte die Frau Kutschaya vor 2 Wochen schon gesagt, innen sind die Wohnungen unheimlich modern. Also, innen wirken sie modern, innen sind sie pur. Einfach gehalten, auch der Schnitt der Wohnungen, den ich vorhin gezeigt habe. Also das hat eine zeitlose Attraktivität, glaube ich, sodass die Wohnungen heute auch noch sehr gefragt sind. Ja. Die Erneuerung der Kacheln, warum waren die eigentlich nötig? Die waren zum Teil abgefallen. Ja. Ja. Und auch verschmutzt. Also welche Entscheidung da getroffen wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Die wurden vollständig erneuert. Die wurden abgeschlagen und vollständig erneuert, ja, genau. Okay. Ja, vielen Dank, Frau Utke, für den freien Vortrag. Ja. War sehr spannend. Was mich interessiert hat, Sie erwähnten vorhin diese beiden Lagenkralle. Und ich wohne auch in der Nähe und gucke immer voller Freude auf das Hochhaus in der Weberwiese. Aber diese beiden Lagenlokale, weil das irgendwie vor meiner Zeit war, habe ich keine Ahnung, was da drin war. Wissen ja, Sie, was da drin war? Ja, ja. Ich habe ein Foto aus den 70er Jahren gefunden, das allerdings die Firma Getty Images besitzt und ich wollte das hier heute Abend nicht zeigen. In meiner Kindheit, in den 70er Jahren, war in dem einen Laden ein Fachgeschäft für den Raucher, also für Zigaretten und Tabak. Und in dem anderen Geschäft war wirklich lange Jahre noch bis nach der Wende eine Fleischerei. Und heute wird es ja gar nicht mehr als Ladengeschäft genutzt. Da sind Büros drin von Leuten, die sich das gemietet haben. Und der Raucherladen war, glaube ich, eine Zeit lang noch ein Stützpunkt. Volkssolidarität, KBV, weiß ich nicht mehr genau. Und auch eine Zeit lang ein Blumenladen in den 90ern. Ja, bitte. Ja, bitte. Also mir ist im Gespräch vorhin deutlich geworden, wie sehr doch auch diese mediale Erzählung rund um das Hochhaus in der Weberwiese doch die Wahrnehmung auch prägt. Also weil du diesen Anbau nochmal so ins Spiel gebracht hast. Ich sehe den auch nicht vor mir. Ich meine, genau, ich bin ja auch schon jetzt des Öfteren gewesen. Und in der Darstellung spielt ja auch keine Rolle. Also das war sowas, war nochmal so ein Aha-Effekt, dass der eigentlich gar nicht so existiert. Dass der genau. so untergeht und werde ich beim nächsten Mal drauf achten. Und die andere Frage, die ich noch hatte, als du über dieses Waschmaschinenthema gesprochen hast, wie war denn das gedacht? War es gedacht, dass die Leute
in einer Badewanne arbeiten oder gab es einen Waschkeller oder war das so ein Gemeinschaftsgedanke? Genau. Die eine Tür, oder? Die beiden Fragen können auch gleich zusammenfließen. Die Anbauten haben nämlich auch Gemeinschaftseinrichtungen gehabt. Also in dem Anbau, der direkt an das Hochhaus angrenzt, war eine Kinderkrippe im hinteren Bereich. Da war dann später lange Jahre eine Behindertenwerkstatt drin. Und ein Stückchen weiter weg von an der Jadamowitzstraße ist eine Wochenkrippe gebaut worden. Das ist auch heute immer noch eine Kita. Und an der Rückseite dieser Wochenkrippe befand sich ein Waschhaus. Und da haben wir auch noch früher, ich als kleines Kind, Koffer gepackt. Und mit einem hölzernen Wägelchen wurde die Wäsche, Bettwäsche, Handtücher, solche große Wäsche, in das Waschhaus gebracht. Und das ist so eine Kindheitserinnerung von mir, dieser Dampf, der da aufstieg, die Frauen, die da arbeiteten und mangelten, also an solchen großen Gründen. Also es gab dieser Gedanke von Wohnen und gemeinschaftlichem Leben, was ja auch beim neuen Bauen so mit dabei schwingt, der wurde durchaus mit hier verwirklicht, ja, mit den Kindergärten und auch dieser Gedanke des Gemeinschaftsbalkons oben war ja demzufolge. Also die Anbauten haben eigentlich interessante Geschichten zu erzählen, ja. Ja, wir sind in gewisser Weise ja auch durch die Denkmal- oder die Welterbe-Antragstellung, wo beteiligt waren, haben uns damit näher beschäftigt. Und wir sind noch nicht im sozialistischen Wohnkomplex. Genau. Da gibt es doch erst so ab 53, 56, wo sozusagen programmatisch auf einen vollständigen, mit einer bestimmten Größe, Größendimension ausgestattete komplexe Städtebau, wo eben alle soziale Infrastruktur dabei ist, sind schon programmatische Ensemblebauten gewesen, die mal sozusagen diesen Ensemble-Gedanken in die Stadt bringen wollten, nur gleich mit diesem ikonischen Hochhaus. Und gleichzeitig bestimmten, ja doch auch utopischen Momenten mit denen insbesondere die Nutzung der Dachgeschosse, aber eben auch den Gemeinschaftseinrichtungen. Interessanterweise ist ja da keine Schule direkt dazu gebaut worden. Es ist also zu diesem Ding, es ist eigentlich auch kein Einzelhandel oder Versorgungsstruktur gebaut worden. Es ist, darauf habe ich auch besonders Wert gelegt, auf der Nordseite gibt es noch eine große städtebauliche Struktur, nämlich die sogenannte Auerdreieck, wo also sozusagen mit den gleichen Architekten, die auch die vorderen Blöcke gemacht haben, die haben sozusagen dahinter ein ganzes Stadtquartier auch wieder irgendwie einimplantiert in den anderen Stadtgrundriss. Natürlich haben wir da Straßen aufgehoben und sowas, aber sie haben auch einen großen Wohninnenhof gebracht Das sind also Vorformen, experimentelle Formen eigentlich. Also man muss einerseits sehen, dieses Hochhaus an der Weberwiese war das exemplarische Versuchsanordnung, diese neuen Architekturstile zu implantieren. Und dafür steht dieses Hochhaus natürlich. Aber gleichzeitig war es unter Nutzung einer vorhandenen, auch mythologisch oder schon mal bedeutungsmäßig aufgeladenen Situation, Weberwiese, natürlich die Chance, so ein Ensemble-Block zu setzen, der nämlich die serielle Nord-Süd-Belichtung nach neuem Bauen bedeutet, sondern da eben gestalterisch durchaus nach traditionellen Stadtbaukunstprinzipien und dass die Denkmalpflege daran argumentiert, dass sich ein Hochbaukörper im See spiegelt, hat natürlich sozusagen die kunstgeschichtlichen Dimensionen von Schloss und allem Möglichen so. Und der Wohnpalastgedanke wird natürlich all durch diese Dinge da auch mit vorbereitet. Und dann wird dann die Allee gebaut. So. Also insofern ist dieses Ensemble an der Weberwiese extrem wichtig. Es ist im Grunde jetzt doch der Berliner Stadtgeschichtserzählung inhärent geworden, hat er gebraucht. Wir haben also sozusagen eine Planungsphase 1, das ist die Wohnzelle Scharun. Wir haben die nächste Planung mit der Weberwiese, dann kommt die Steinallee 1 und dann kommt die Karl-Marx-Allee 2. Mhm. So, also inzwischen ist man schon bereit, vier verschiedene Bauphasen da zu sehen. Nicht alles nur sogar Bäckerei und dann kommt der Plattenbau, sondern man kann jetzt schon ein bisschen genauer differenzieren. Und insofern ist es ein total spannender Ort natürlich nach wie vor. Also bei meiner Arbeit jetzt hier für dieses Thema
Ist mir so, es war ja so zweierlei, einmal Stadtgeschichte, Architektur, das war im Zusammenhang mit meinem Studium. Und natürlich spielte dann die persönlichen Aspekte und meine Erinnerungen auch eine Rolle. Und mir ist nochmal aufgefallen, dass es ein paar Aspekte an diesem Haus gibt, die fast großbürgerlich anmuten. Und das ist zum einen diese Hausmeisterwohnung, die ich erwähnt habe und die, glaube ich, in der Literatur so ein bisschen vergessen ist. Es gibt ja, wir hatten ja schon öfter heute Abend diesen Begriff Mythen. Und wenn ich habe jetzt im Vorfeld des Abends auch noch mal ein paar Texte gelesen, auch den Wikipedia-Eintrag. Es verschwimmt doch alles etwas bei den Eintragungen. Also manchmal sind es 33 Dreizimmerwohnungen, manchmal sind es 7, 8 oder 9 Stockwerke. Und die Hausmeisterwohnung wird fast immer vergessen. Mhm. Also schon die Tatsache, dass da so eine Art Concierge-Wohnung entstanden ist im Eingang des Hauses. Ich kann mich an einen Hausmeister eben erinnern, der mit seiner Frau dort unten in der Wohnung lebte. Und interessant ist, dass diese Wohnung nicht 3 Zimmer hat und nicht nach 2 Seiten geht, sondern nach Nordosten. Die ist also wesentlich kleiner, fast wie so ein kleines, unbedeutendes Annex. Und ja, das fand ich sehr interessant. Und Sie hatten ja am Anfang auch schon gesagt, diese seltsamen 2-Seiten-Treppenhäuser. Also früher hatte man ein Hintertreppenhaus, da war dann gleich das Mädchenzimmer dran. Ja? Und in den Seitentreppenhäusern waren die Müllschlucker untergebracht. Also das erinnert fast ein bisschen an, also das hat fast eine bürgerliche, nee, nicht fast, das hat eine bürgerliche Attitüde. Ja? Und das fand ich auch sehr interessant. Das war natürlich das Aufstiegsversprechen, das ja, genau. Sozusagen... Natürlich. In den traditionellen Formen der Architektur und des Lebens. Aber interessant ist, dass die Innengestaltung dann moderner und flexibler ist. Ja, ich habe noch ein paar Mythen mitgebracht, ja. Was mir so begegnet ist früher, auch als Kind, was die Leute so erzählen. Also bei euch auf dem Dach, da gibt es doch ein Schwimmbad. Da ist ein Swimmingpool auf dem Dach, das weiß doch jeder. Nein, auf dem Dach war und ist auch kein Swimmingpool, sondern wirklich, ich glaube, nur bis in die 60er Jahre waren eben diese Duschen dort. Und das waren auch so eine, die man manchmal im Schwimmbad hat, so ganz einfache. Ich kannte die dann schon gar nicht mehr. 7 Zimmerwohnungen soll es dort geben im Hochhaus und alle Räume haben Parkett. Stimmt beides nicht, haben wir auch heute gehört, Steinholzfußboden. Dann Heizkörperverkleidungen, die gibt oder gab es in der Tat im Haus des Kindes, also in den Hochhäusern am Strausberger Platz, aber eben nicht bei uns. Und wir haben ja auch ein Foto gesehen, wo ich da aus dem Fenster klettern will, da sieht man die Rippen. Und diese Sache mit den Heizkörperverkleidungen, das steht sogar heute noch in der Wikipedia. Das ist also falsch. Dann diese beiden immer wieder gern kolportierten Geschichten, die Marmorwände und die Säulen des Eingangs, Karin Hall und Neue Reichskanzlei. Ich kann dazu etwas sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Mich wundert nur, dass in der Literatur sehr viele Aussagesätze stehen und kein Konjunktiv. Also nach meiner Erkenntnis ist es noch nicht erforscht. Ja, da muss man die Unterlagen in den Archiven ansehen. In Ihrem Vortrag gab es, weil wir hatten diese Frage ja vorhin mal besprochen, aber in Ihrem Vortrag war ein interessantes Foto, wo nämlich der Rohbau des Eingangs zu sehen war und wo die Säulen in Segmenten und die, wo die natürlich keineswegs durchgängig waren, sondern quasi... Wurststückchen sehen die aus. Genau, also sozusagen nur die Pelle. aus dem schwarzen Marmor ist. Und also wie man das damals gemacht hat und ob das woanders abgenommen ist. Dennoch ist natürlich die Art der Behandlung interessant. Also diese Mischung zwischen Putz, Keramik, Marmor, Rot und Schwarz, dann auch diese vorgebildeten schwarzen, und sei es Kunststein, aber Marmor imitierenden Treppenhäuser, die ja dann in der Styling-Karriere eine Rolle spielen. Also da sind schon sozusagen edle Materialien, die also quasi auf Schlossbau und Ähnliches hinweisen oder zumindest also die Reichtumsdemonstration. Also ich halte es auch gar nicht. Oder sogar mal vorbürgerlich, aber
Es ist relativ interessant, mit welchem Aufwand das natürlich. Ich halte es auch gar nicht für unwahrscheinlich, dass es vielleicht wirklich Materialien aus solchen repräsentativen Nazi-Bauten geholt wurden. Also auch das mittelalterliche Rom ist aus dem antiken Rom entstanden, nämlich aus den Baustoffen. Und die Ziegelsteine der Frankfurter Allee wurden auch benutzt. Also wir sprechen ja hier von einer Zeit des Mangels. Wo sollten denn die Materialien herkommen? Man konnte nicht im Internet den schwarzen Marmor bestellen. Also ich halte das. Es könnte sein, dass natürlich für diese speziellen Bauten, vor allem die Reichskanzlei natürlich, die sowjetische Besatzungsmacht den ersten Zugriff hatte. Zum ja, der Oberlohmstraße soll ja auch. Und ähnliches. Aber vielleicht gibt es ja ähnliche, gab es ähnliche Steinbrüche oder Materialquellen, die noch offen waren, die man dafür nutzen. Wie auch immer. Aber jedenfalls ist es. Interessant wäre es mal wirklich Thema. In den Unterlagen etwas zu finden, womit man es beweisen könnte. Und der Mythos Ort Weberwiese, den gibt es ja auch noch. Und da habe ich jetzt im Vorfeld auch wieder was gelesen, was ich glaube nicht der Wahrheit entspricht, dass es mal ein Armenfriedhof gewesen sein soll. Ich habe mir nochmal Karten aus der Zeit vor der Bebauung, also um den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts angeschaut. Da ist eine sehr große Grünfläche eingezeichnet und ein Schlösschen. Und ein Armenfriedhof, weiß ich, der war an der Auferstehungskirche in der Friedensstraße. Der soll da gewesen sein. Aber ich will noch eine ganz kurze Geschichte zum Thema Mythos oder Ort oder geschichtsaufgeladener Ort Weberwiese erzählen. Es wird auch immer wieder in der Literatur erwähnt, dass die Weberwiese in den 20er Jahren so eine Art Aufmarschplatz für die Kommunisten gewesen ist und der Platz deswegen auch Roter Platz genannt wurde. Das kann ich mal kurz vorlesen, es geht schneller. Die DDR-Wochenzeitschrift NBI 1977, Nummer 4, schrieb in einem Artikel: Ein ehrenwertes Haus. Jene Ausgabe der Roten Fahne, in der über die erste machtvolle Kundgebung von tausenden Mitgliedern des Rotfrontkämpferbundes gegen den aufkommenden Faschismus berichtet wurde. Das war am 5. März 1925 auf der Weberwiese. Ja, dachte ich, das ist ja interessant. An die Rote Fahne kommst du ja ran. Dann schaust du dir doch mal an. Dann habe ich mir den Mikrofilm eingespannt und war gespannt und sehe eine leere Titelseite, weiß. Und in diesem Weiß der leeren Titelseite steht: Für die nächsten 10 Tage ist die Rote Fahne verboten, der Polizeipräsident von Berlin. Und dann dachte ich, na, da kann ja was nicht stimmen. Und dann bin ich dem weiter nachgegangen und konnte dann mit Hilfe eines Berliner Historikers, Dr. Oliver Reschke, rausbekommen, wie sich das wirklich zugetragen hat. Da hat die NBI ein bisschen geflunkert damals, 1977. Also dieser 5. März 1925, da war am Tag vorher gerade Friedrich Ebert gestorben und die Rote Fahne war sehr despektierlich wohl in ihren Äußerungen über ihren Reichspräsidenten und ist dann mal wieder verboten worden für 14 Tage oder 10 Tage. Das kann es also nicht gewesen sein. 2 Jahre später gab es aber einen Vorfall und da haben sich wirklich Menschen auf der Weberwiese versammelt und ich habe dann die Rote Fahne noch ein paar Jahrgänge durchgeblättert und mir durchgelesen und festgestellt, es gibt in der Roten Fahne so Veranstaltungshinweise, immer ganz klein geschrieben und da taucht eine kommunistische Jugendgruppe auf oder allgemein wird gesagt, welche kommunistische Jugendgruppe sich wo trifft. Und eine im Friedrichshain traf sich Sonntagnachmittag um 4 auf der Weberwiese. Und das zieht sich auch durch mehrere Hefte. Die haben sich also regelmäßig da getroffen in den 20er Jahren. Dann hat es am Montag, den 22. März 1927, eine Versammlung von rund 2000 Menschen auf der Weberwiese gegeben. Und die wollten nach Charlottenburg fahren zu einer Demonstration der KPD. Und diese Demonstration war eigentlich eine Reaktion auf ein Ereignis, da haben am Bahnhof Lichterfelde Ost die Nazis die Kommunisten verprügelt. Also die Kommunisten kamen, soweit ich das weiß, von einem Ausflug, politischem Ausflug aus Brandenburg und die SA ist über die hergefallen und hat die verprügelt. Und was hat die Polizei gemacht, die preußische Polizei? Nichts. Und aus Protest gegen dieses Vorgehen hat die KPD
in Charlottenburg demonstriert. Da war auch Ernst Thälmann mit dabei. Und um dahin zu fahren, haben sich die Friedrichshainer Kommunisten auf der Weberwiese versammelt. Und da ging es schon zur Sache. Da haben die sich schon gekloppt mit der Polizei, mit den Bullen, wie wir heute sagen, oder den Polypen, wie die damals gesagt haben. Und nachdem die Klopperei dann beendet war, ich habe den Bericht in der Roten Fahne gelesen, ist sehr unterhaltsam, sind die dann zum Schlesischen Bahnhof gewandert und sind seelenruhig zu der Demonstration gefahren. Und auf der Demonstration wurde dann Ernst Thälmann von einem Schwerthieb getroffen. Also das ist die wirkliche Geschichte, die ich eigentlich viel spannender finde, als das, was in der NBI stand. Was jetzt aber wirklich in der Grundsteinkassette liegt, weiß ich immer noch nicht. Also da wird ja schon vielleicht eine rote Fahne liegen. Ich kann aber nicht runter ins Fundament und danach graben. Und das ist eine Frage, die mich noch umtreibt. Das muss ich noch rausbekommen. Liebe Frau Rothkirch, ich hoffe, dass Sie weiter graben, dass Sie sowohl die Baugeschichte als auch die Stadtentwicklungsgeschichte, die politische Geschichte weiter erforschen. Und ich finde es ganz toll, dass institutionell ungebunden, nicht in irgendwelchem Auftrag mit eigenem Enthusiasmus Sie da weitermachen. Bitte kommen Sie bei Gelegenheit wieder. Ja. Wir würden uns freuen. Vielen herzlichen Dank für den schönen Abend. Danke.